Schönen guten Morgen, Mittag, Abend aus dem wieder mal neuen Fernsehstudio von Profil TV oder so. Neben mir Michael Nikbasch, millionenfach ausgezeichneter Journalist des Jahres, Wirtschaftsjournalist des Jahres, weltberühmt in Österreich, der eine Titelgeschichte gemacht hat über die Eurofighter. Wir können belegen, dass einzelne Vertreter der FPÖ einen sehr viel engeren Kontakt zu EADS-Leuten hatten, zu einem Zeitpunkt, da die Flugzeuge noch gar nicht ausgeschrieben, aber noch nicht bestellt waren, zu einem Zeitpunkt, da der Kaufvertrag noch nicht unterschrieben war. Es gab auf verschiedenen Ebenen diskrete Treffen, es gab Abendessen, es gab Telefonate, es gab Mails. Und im Zentrum dieser Geschichte steht jetzt ein Mann, den man bisher überhaupt nicht in Erziehung hatte, der damalige Kommunikationschef der FPÖ, der 2015 verstorbene Kurt Lukasek. Einer der Gründe, warum wir die Geschichte machen, ist, weil ähnlich wie bei beim Hypo-Skandal jetzt plötzlich die FPÖ gemeinsam mit Peter Pilz sich geriert als Aufdecker, was nur absurd ist, weil wir weisen jetzt nach, dass zum derzeitigen Zeitpunkt der einzige aktive Politiker, der damals für EADS, für den Eurofighter interveniert hat, ein FPÖ-Politiker war, beziehungsweise es waren sogar mehrere. Und niemand anderer. Und wenn sich jetzt die FPÖ zum Aufdecker macht, ist das doch sehr skurril. Ja, also Heinz-Christian Strache hat versprochen, dass alles aufzuarbeiten ist. Er wird beim Wort zu nehmen sein, weil tatsächlich reicht der Eurofighter-Skandal tief in die Vergangenheit der FPÖ hinein. Und zwar auch sehr viel tiefer, als der erste Eurofighter-Untersuchungsausschuss vermuten ließ. Und nach unserer Interpretation ist der Eurofighter-Skandal auch und insbesondere ein FPÖ-Skandal. Ja. Das Problem ist immer wieder und drohte es eigentlich auch dieses Mal zu werden und dem wollen wir entgegenwirken, dass diese Skandale im Nachhinein das Hauptthema nicht behandelt wird, ähnlich beim Hypo-Skandal. Da war dann die Abwicklung mit Sepp Bröll und allen anderen plötzlich im Zentrum des Skandals nicht, aber die Auslösenden oder der auslösende Jörg Haider mit BCD und FPÖ und ein ähnliches Spiel scheint die FPÖ jetzt auch zu machen, wo der Strache das sagt, das waren nicht wir und das Problem war ja viel später Darabos und so. Ganz genau, also das Problem Darabos besteht, das ist gar keine Frage. Der damalige Verteidigungsminister hat den Vergleich mit EADS im Jahr 2007 alles andere als glücklich verhandelt und hat uns letztlich ja diese 15 Eurofighter eingebrockt, die nun fliegen oder auch nicht, da gehen ja die Meinungen auseinander. Aber Tatsache ist, dass die Grundlagen dafür natürlich sehr viel früher geschaffen wurden. Bei Darabos, das war Batscher, das war vielleicht populistisch, aber da gibt es nicht mal den Anschein oder den Verdacht, dass hier was Kriminelles gelaufen wäre in dieser Phase. Das Kriminelle, und dass es jetzt geht, war in der ersten Ankaufsphase unter Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz. Ja, einschränken muss man auf jeden Fall, dass die Staatsanwälte in Italien, in Deutschland und in Österreich bis heute nach Jahren der Ermittlungen keine konkreten Hinweise für Korruption, für Bestechungszahlungen gefunden haben. Unser Zugang ist aber ein anderer. Wir wollen die politische Dimension dieses Falles aufarbeiten und zeigen, dass es hier Absprachen gab, dass EADS zum Beispiel zu einem sehr frühen Zeitpunkt genaue Informationen über die finanzielle Ausstattung der Republik hatte. Die wussten, noch bevor sie überhaupt ein Angebot gelegt hatten, wie weit Österreich beim Preis gehen kann. Also all diese Dinge leisten einen wesentlichen Beitrag und zeigen, dass das ganze Geschäft von Mauscheleien und Absprachen überschattet war. Und dass hier FPÖ, Politiker, aber auch Funktionäre zu einem sehr frühen Zeitpunkt involviert waren. Der damalige Verteidigungsminister Scheibner, der diesen Deal als Teil der Regierung auch abgewickelt hat, hat kurze Zeit, nachdem er aus der Politik ausgeschieden ist, dann einen Vertrag mit EADS gehabt und daran verdient. Da war er zwar nicht mehr FPÖ-Politiker, aber also der Schein ist nicht nur nicht schön, sondern schummrig. Ja, ganz genau. Umso mehr, als es immer geheißen hat, er sei eigentlich für das Konkurrenzprodukt Gripen gewesen. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Rüstungsgeschäft damals und der Tätigkeit von Scheibner zum Beispiel, der nur einer unter vielen ist nebenbei, konnte ja bisher nicht hergestellt werden, aber die Optik ist katastrophal, gar keine Frage. Okay, vielen Dank, viel Vergnügen, viel Spannung mit dem nächsten Profilcover.